Jetzt hatten wir eigentlich auch noch Professor Tobias Kollmann, der ein paar Worte an uns richten würde. Und ich würde sagen, das ist jetzt zwar nicht ganz nach Protokoll, aber kommen Sie doch bitte auch einmal nach vorne. Das ist Ihr Applaus. Und vielleicht geben Sie uns auch aus Ihrer Perspektive noch einmal eine kurze Einleitung. Vielleicht darf ich kurz dazu sagen, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für BWL und Wirtschaftsinformatik, insbesondere E-Entrepreneurship und E-Business an der Universität Duisburg-Essen. Und vielleicht können Sie uns ja ein paar Worte geben, die das, was Frau Zypris gerade gesagt hatte, noch ergänzen. Ja, danke. Ja, sehr gerne. Wir sind ja flexibel, wenn ich in dieser Branche wo dann. Von daher darf ich Sie recht herzlich begrüßen, auch im Namen des Beirats Junge Digitale Wirtschaft, wo ich die große Freude und Ehre habe, als Vorsitzende einer ganz, ganz tollen Expertengruppe vorzustehen, die aus 25 Persönlichkeiten besteht aus der digitalen Welt, Vertretern von Startups, Industrie, Mittelstand, aber eben auch aus dem Bereich Wissenschaft, Venture Capital, die sich zusammengetan haben in diesem Beirat im BMWI, um direkt mit Frau Zypris dankenswerterweise, aber auch mit Herrn Gabriel direkt und unmittelbar diese Themen zu behandeln. Und ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir etwas tun. Viele von Ihnen schauen gerade in Ihr Handy. Das ist vollkommen in Ordnung. Sie können alle mal Ihr Handy rausholen. Tun Sie es einfach mal. Das ist normalerweise unhöflich, aber hier sind wir auf dem IT-Gipfel, da darf man das machen. Und dann schauen Sie auf Ihren Startscreen und schauen mal nach, wie viele Apps von den zugehörigen Plattformen aus Deutschland kommen, die Sie dort auf Ihrem Startscreen sehen. Und dann werden Sie feststellen, es sind nicht allzu viele. Und was damit verbunden ist, ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass wir in der digitalen Wirtschaft keine Weltmarktführer aus Deutschland haben. Das hat mehrere Gründe. Und hier müssen wir dringend etwas tun, weil wir wollen ja schließlich auch in dieser Welt mitspielen. Und wo wir diese Weltmarktführer haben, ist aber in der realen Industrie. Und jetzt kommt sozusagen die Klammer auch als Input für das nachfolgende Podium. Wir müssen zwei Dinge anpacken. Wir müssen einmal anpacken, dass wir es schaffen, die Rahmenbedingungen in Deutschland so zu gestalten, dass Startups mit ihren digitalen Innovationen die Möglichkeit haben, zu digitalen Weltmarktführern aufzusteigen. Und auf der anderen Seite müssen wir unsere Weltmarktführer aus der realen Industrie digitalisieren und in die andere Welt hinüberführen, damit sie eben auch in Zukunft dort ihren Stellenwert haben und die entsprechenden Wettbewerbe gestalten können. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das auf beiden Seiten? Naja, wenn wir sozusagen schon diese beiden Seiten haben, was liegt näher, als sie zusammenzuführen und über eine konkrete Kooperation zwischen diesen beiden Welten zu sprechen? Denn die einen haben die digitalen Innovationen und die anderen haben noch den Zugang zu Märkten. Und aus dieser gemeinsamen Kraft heraus könnte ein spezieller Weg gerade für Deutschland werden, nämlich diesen Weg der Kooperation zwischen Startups auf der einen Seite und Mittelstand und Industrie auf der anderen Seite zu gehen. Wir haben dafür seitens des Beirates konkrete Vorschläge gemacht und ich bin sehr stolz darauf, dass viele von unseren Vorschlägen auch über die letzten drei Jahre, seitdem wir tätig sind, hier aufgenommen worden sind, nämlich einmal sowohl auf Bundesebene, aber eben auch auf der Ebene der Länder, wenn ich an Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen denke, und seit kurzem auch auf Europaebene, wenn ich an die deutsch-französische Digitalkonferenz im Élysée-Palast vor zwei Wochen denke. Ich glaube, meine Damen und Herren, es geht insbesondere um drei Aspekte. Nämlich Köpfe, Kapital und Kooperation in Deutschland für die digitale Wirtschaft. Wir brauchen mehr Köpfe, die mit ihrem digitalen Know-how sowohl in Start-ups als auch im Mittelstand und Industrie diese Themen bewegen. Wir brauchen mehr Kapital, um nicht nur Start-ups nach vorne zu bringen, sondern auch die entsprechenden Budgets in den Unternehmen freizuschaufeln dafür, dass die digitale Transformation funktioniert. Und wir brauchen drittens die Kooperation genau zwischen diesen Playern, weil wir eben vielleicht nicht das Silicon Valley in Deutschland nachbauen können, aber eben im Schulterschluss zwischen unserem starken Mittelstand und unserer Industrie auf der einen Seite und den innovativen Start-ups auf der anderen Seite eben doch etwas bewegen können. Das müssen wir tun, weil die digitale Wirtschaft so unglaublich wichtig ist. Wir vom Beirat begleiten das aktiv und meine Damen und Herren, wir müssen hier letztendlich auch mal antreten, um auch im Online-Wettbewerb bestehen zu können. Warum? Nicht nur, weil wir es können, sondern weil wir es müssen, denn diese Welt ist so unglaublich wichtig. Wir alle wissen das, auch wenn Sie jetzt gerade wieder auf Ihr Handy schauen. Das ist unser Lebensalltag und unsere Wirtschaft. Massiv beeinflusst. Ich wünsche, dass vom IT-Gipfel aus und auch vom Panel jetzt hier ein Ruck ausgeht, ja, ein Ruck für die digitale Wirtschaft, für diese Kooperation. Wir brauchen ihn für Deutschland. Ich wünsche Ihnen unglaublich viele spannende Gespräche auf dem IT-Gipfel. Wenn Sie sich über unseren Beirat informieren wollen und das, was wir konkret vorschlagen, wir haben einen Stand im Foyer, da haben Sie die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Uns wird das herzlich freuen und von daher gutes Gelingen heute und wie gesagt, seien Sie digital, wir müssen es machen. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Professor Kollmann. Dankeschön.